geht mir, es ist irgendwie, da gibt es für mich alles. Also da gibt es für jede Lebenssituation, jeder Gedanke, da gibt es irgendwas. Und die Literatur ist sehr reich und da gibt es immer für mich irgendwas zu entdecken. Und irgendwie, ich finde Lied und Lyrik und solche kleine Formen, es ist für mich irgendwie persönlich viel näher oder sehr nah und weiß es nicht. Vielleicht Persönlichkeitsfrage, mir passt es. Die Sonne sinkt ins tiefe Meer, da wollte sie kommen. Ich bin in Finnland geboren, in Keminmaa. Keminmaa es liegt am Ostsee, südliche Lappland. Wichtig für mich war, dass ich hatte Glück, dass ich habe in solche ganz kleine Schule, Grundschule gewesen und da haben wir sehr viel gesungen. Dann später habe ich einfach als Hobby dann den Gesangsunterricht angefangen in Musikschule. Ich habe IT studiert und dann als Hobby gesungen und dann irgendwann hat das gewechselt und IT habe ich gelassen und es ist einfach langsam. Langsam gewachsen. Hast Fischer mein Liebchen nicht gesehen? Mein erstes Gesangsliederbuch war die Volume 1 von Edition Peters, Schubert-Lieder, mit dem großen Zyklen Müllerin, Winterreise, Schwanengesang und dann ausgewählte Lieder. Mein Onkel hat gesagt, dass Winterreise könnte für meine Stimme passen und dann habe ich einfach den gekauft. Wusste gar nicht, was ist Schubert, was ist Winterreise. Das war eigentlich schon also vor meinem professionellen Gesangsunterricht, Studium. Und seitdem hat das eigentlich immer den Buch mit mir gereist. Und in Lied, ich habe bemerkt, dass immer, wenn in dem Publikum irgendwie sehr also wichtige Personen für mich, also ein Familienkreis oder so ist, dann ist es mir, ich bin viel mehr aufgeregt und es ist viel schwerer zu sich einfach öffnen. Für mich war es anfangs sehr, sehr schwer zu öffentlich Gefühle zeigen und so weiter. Es ist auch im Privat manchmal schwer. Und Lied ist für mich auch solche eine Kanal, eine Möglichkeit, sich äußern. Und in Lied finde ich, dass man muss also sehr offen und eigentlich das Gefühl ist, man ist nackt auf die Bühne vor dem Publikum. Deutlich des Mondes Licht zu mir spricht, mich beseelen zu Ja, Schubert ist mein Lieblingskomponist, kann ich sagen. Die Schubert hat auch für nicht für ganz für Publikum geschrieben, sondern für enge Freunde und für immer verschiedene Situationen. Da ist irgendwas, egal, genau, Reines und es ist sehr intim. Ja, es ist irgendwie. Die Schuberts Musik, nicht nur Lieder, sondern auch andere Musik, Kammermusik, spricht mir sehr viel und ist mir sehr wichtig. Fort zu anderen sollst du wechseln, sollst du wandern, leicht entfliehend Schubert ist sehr, ich denke, sehr interessante Persönlichkeit und auch die Zeit, wann hat er gelebt. Er war wie ein Wanderer, war nie zu Hause und hat nie irgendwie sein Glück gefunden. Und dann noch schmerzlich gestorben, sehr jung. Auch hat er in Zeit gelebt, wo man konnte nicht alles sagen, was man wollte. Obwohl er nie glücklich gewesen, aber trotzdem hat er auch glückliche Lieder geschrieben und er konnte die Wonne und Glück in Musik bringen. Wenn man zum Beispiel denkt, seine letzte Lebenstagen, wann hat er die Lied wie Taubenpost geschrieben? Ja, dieses Struggle macht mir die Schubert sehr interessante Persönlichkeit und ich habe ihm sehr oft gefühlt, dass die seine Kompositionen sind sehr persönlich. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass es irgendwelche
Idee hat dahinter, dass es gibt irgendwelche Grund für die Sachen, warum die da im Programm stehen. Und nicht nur, dass die vielleicht jemand hören will, sondern das muss irgendwelche künstlerische Entscheidung hinter jede Wahl sein. Jetzt dachte ich, dass ich will die Opusnummern von Schubert zeigen oder machen. Weil Schubert hat in seinen letzten Lebensjahren selber die Gruppierung Opusnummern für seine Werke gemacht. Und am Anfang hat er angefangen mit Gedichten zu gruppieren und dann später mit Themen. Und ich finde es sehr interessant, was der Schubert hat selber gedacht. Und dazu versuchen zu auch verstehen, was hat er vielleicht gemeint, weil er genau diese Lieder zusammen gemacht hat. Und besonders die späte Opusnummern sind sehr, sehr interessant. Allein mit traurigem Gemüte tritt ich wie sonst zu deiner Flut. Glücklicherweise bin ich in mehrere Jahren jetzt ab und zu einmal, zweimal pro Jahr dürfte ich mit ihm arbeiten und er immer gibt ihm Werkzeuge für die Basics. Und damit kann man sehr gut arbeiten und dann immer nach halbem Jahr ist mal hier zum Beispiel im Januar und dann in Heidelberg im Frühling. Und dann man trifft sich wieder und sieht man, was habe ich jetzt erinnert und was habe ich wieder vergessen und dann wieder wiederholen. Und ja, und immer wieder die Feedback kriegen. Das gehe ich in die richtige Richtung und so weiter. Das ist für mich sehr wichtig gewesen und hat mir sehr viel geholfen. Wir treiben immer gleiche Winde, keine Hoffnung kommt in meinem Sinn. Ich finde, die Rolle der Musiker ist irgendwie Ermittler und unsere Aufgabe ist, zu versuchen zu finden, was der Komponist hat gemeint. Also ich denke, dass was wir von dem Komponist haben, das ist ein Sketch. Wir haben die Papier, wo der Komponist hat mit bestem seinem Können hat geschrieben, was er meint und so weiter. Aber das ist ja immer noch nur ein Sketch. Das klingt nicht und Noten kann man nicht alles sagen. Ich denke, meine Rolle als Musiker auch ist da, naja, wenn man vergleicht das zu Malerei, dass man hätte ein Sketch und ich bin der, wer muss das irgendwie färben und die Farben machen. Das ist meine Aufgabe, die Farben machen und das sozusagen vollständigen. Weil in Musik das Stück ist erst dann fertig, wenn das auf die Bühne ist und das klingt. Und ich finde, das ist auch sehr faszinierend und auch gibt mir sehr viel Energie immer, wenn ich das solche Sachen machen darf. Als dass ich hier ein Blümchen finde, blau wie sie dir erinnert.